Hallo und herzlich willkommen zurück zu Desolate mit dem Uncut Freak und der Pummelrunde. Ja, hallo. So, wir machen Progress, also weiter geht's. Ja. Hat der Uncut sein Mikro wieder aus? Nee, das ist an. Okay. Aber ich habe gerade die Pseudonyme mitsynchronisiert. Ah. Was? Ich habe Mundbewegung gemacht. Ach so. So, was machst du? Ja. Alle haben sich gewundert, was du für eine Stimme hast. Ja. Wo ist dein Marker? Wieso ist der nicht mehr da? Weil wir jetzt einen Questmarker haben. Seht ihr den nicht? Hä? Aber das ist doch der andere. Nee, der Bunker in Day 6. Ja, ich habe aber das... Na gut, Nordlager, Bunker. Mein Questmarker auch aktivieren. Ich habe den anderen angelassen, weil ich ja deinen Marker hatte. Beste? Na du, Doak? Wir haben gegen Ende der letzten Folge rausgefunden, dass es kein Friendly Fire gibt. Ja, weil sie nicht. Au! Das ist trotzdem doof. Das Blut spritzt aber trotzdem. Ja. Ja, wer, wo, warum? Hä? Ach, da. Ich wusste doch, dieser Bunker wird irgendwann nochmal eine Bedeutung haben. Werd ihr überhaupt noch Sapsi angegriffen? Ja, ich muss mal gerade hier, ich bin gerade noch nicht so weit. Gut, dann warte ich auf euch. So. Oh, es ruckelt. Da. Wo bist denn du? Im Bunker. Ah. Ich warte hier auf euch. Hallo. Guten Tag. Sojabrei. Sojabrei. Ich hab keine Lust. Was sind denn das für Spinnweben? Die sind aber super dick. Ich hoffe, hier gibt es keinen Spinnengegner. So, kannst du mal sowas nicht sagen? Willst du vorgehen oder was? Wenn du mich vorgehen lässt? Nö. Okay, dann nicht. Dann hier, geh. Ich komm auch mal in den Bunker, ne? Mal gucken, ob wir hier Überreste finden vom... Achso, ja, such die Monsterspinne. Ich suche jetzt die Monsterspinne. Ich hock in meinem Bunker, mitten in Berlin, ne? Wisst ihr ja. Ja. Du Ratten. Nee, Käfer. Was ist das denn? Das waren Käferratten, ich weiß nicht. Käferratten. Ih, Kakerlaken! Riesenkakerlaken! Nee. Oh, ich höre ein Geräusch, was ich... Hä? Jemand hat hier auf uns gewartet. Wir sollen ihr helfen. Ich glaube, hier geht's rein. Die Frau hat keine Untertitel. Weil hier war so blau und so, weißt du, da geht's auch immer rein, oder nicht? Wir sind überall Kakerlaken, die werden mir als Gegner angezeigt. Voll witzig. Die Kakerlaken werden mir als Gegner angezeigt. Man kann sie sogar töten. Aber vielleicht sind das die Schmerzen, die sie fühlt. Ja, egal. Hallo? Was sie für Schmerzen fühlt. Oh, eine Kiste. So. Was müssen wir hier eigentlich machen? Den Herkunftsort der Stimme finden. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, Vorsicht. Wir sind Strom. Ach so, hast dann. Nur ein bisschen Strom. War hier dann in dem anderen Raum da drin? Weil ich bin da ja nicht reingegangen. Au, ich habe eine Idee. Ah. Was denn? Ach, schade. Das lila Licht. Sonderpatronen! Ist jetzt jemand da reingegangen oder nicht? In dem Raum? Ja, in den rechts bin ich reingegangen. Okay. Oh, es geht noch weiter runter. 2 von 3. Und wir haben hier keine Gegner. Hallo, junge Frau, wo sind Sie denn? Granitschni, FBI! Okay, weiter runter. Kripo Wanne Eickel! Kripo Wanne Eickel. Bitte sehr. Danke. Das heißt, wenn wir zuerst gefressen werden, bist du der Letzte, der wegläuft, oder was? Ah, wow. Alles klar, verstehe. Ach so. Wollte ich auch eigentlich so machen, aber es hat nicht geklappt. Jump and run! Eher jump and jump. Ram? Jump and jump. Jump and Rahmen. Rahmen. Oh! Ein Portwein. Was ist das denn? Ein Kühlschrank. Das muss ich mir mal mit Alten Null angucken. Warte hier mal auf euch, ne? Was ist das? Das muss ich mir mit Alten Null angucken.
Nee, eine Kugel. Hallo? Lass mich raten, die Kugel spricht mit uns und greift uns danach an mit kleinen fliegenden Kugeln mit spitzen Hallo, Messern. Wer sind Sie denn? Ja. Ich guck mir das mal von hier oben lieber an, das ist mir sicher. You can speak. What are you? Don't be afraid. Don't run away. Please hear me out. Yeah. I'm not dangerous. I'm just different. Not the same as these. Explain to me what's happening. Who are you? My name is Alice. Alice Ottman. Yeah. I'm Victor Ottman's daughter. How did you turn into this? Von dem Wissenschaftler die Tochter? Of my own. I was totally opposed to this and tried to prevent it. That's why I sacrificed myself. To show my dad how wrong he was. I only realized later that my sacrifice was in vain. He didn't stop. He didn't feel any loss at all. He's a monster. He simply ticked my name off as another successful experiment. And then he left. People, convicts, murderers, maniacs, the scum of the earth. But even they don't deserve such a fate. They're bitter. They hate all living things. They hate the living. I can help? Can this be reversed? Reversed? No. No. But... Just set me free. Help me leave this world at last. What do you mean? You know very well what I mean. I can't. That would be wrong. Listen, I've been here for 3 years already. Do you understand? For 3 years, I've been trapped in this state. And every minute... Every second, I can hear them. The others. I can't close my ears. I can't run away. It fills my being. Please try to understand. I am no longer human. I can't feel anything. I can't feel anything. I can't touch or smell anything. I can't even see you. Spielfehler. I can only sense when there's a person nearby. How else can I make you understand? I can't go on like this any longer. I understand. Very well. I'm sorry. How can I do this? There are documents in this bunker. I work on how to assemble a device that can switch off anomalies. Take them to someone who can understand them. I'll do just that. Okay. Also, die Leute sind wirklich zu Anomalien geworden. Und sie hier ist die Tochter von dem führenden Wissenschaftler von Durchbruch. Das hört sich irgendwie so an wie eine Krankheit. Durchbruchdokumente. Ey, super. Hast du die schon gefunden? So, ja, lang in der Ecke. Jetzt müssen wir die Dokumente dem Wissenschaftler bringen, der 800 Meter weit weg ist, um dann wieder hierher zu kommen und sie zu befreien. Richtig. Guck mal, da geht's noch eine Treppe hoch. Vielleicht können wir da besser hochgehen. Jetzt hinten vielleicht raus. Hier noch was Spannendes. Sind wir doch. Heißt es, da gibt's was Spannendes? Sachen? Ja, war noch Medizinschränkchen, das ihr nicht geguckt habt. Ach so, okay. Also, die haben Menschen, also hauptsächlich Sträflinge, Mörder, Vergewaltiger und so weiter, Psychopathen in Anomalien verwandelt. Das heißt also, die ganzen Sachen, die mir immer Pneumo, wie heißt das, Depio, Gedönsrad geben, also die Lungenkrankheit und so ein Scheiß,
sind in Wirklichkeit Straftäter. Mhm. Das erklärt so einiges. Nicht. Kriegen Drehwurm. Ja, ich auch so ein bisschen. So, also. Jetzt müssen wir uns erstmal. Achtung, hier sind Straftäter. Oh. Das da drüben ist sicherlich ein Vergewaltiger da. Hier, der. Nee, da, hier. Die haben immer so ein blitzliches Gemüt oder so ein Driss. Was? Ja, keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Fragst du dich nicht, warum irgendwie. Wie viele Leute sind hier eigentlich gestorben auf der Stelle und haben sich in Blitze verwandelt? Seltsam. Ich könnte jetzt Theorien aufstellen, aber dann dürfte ich die Folge nicht hochladen. man weiß es nicht. Sie gehen jetzt aber doch erst zum Biologen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Biologen. Der ist doch auch hier. Wir sind in der Oase, ne? Ist der Biologe, ne? Ja. Dann müssen wir mal zu Blau gehen. Oder zu Gelb, wenn man die Quest anmarkert. Ja, ich habe die angemarkert. Mich nicht. Hui. Tschüss, du Kerl. Also, ich habe nicht hier die Quest angemarkert. Hier ist eine blaue Kugel. Soll ich da mal rein? Ah, Blitz. Eine blaue? Weiß, meine ich. Weiß. Eine weiße. Ach so, das ist die, die immer an... Die Weißen gehen ja immer an dieselben Stellen, ne? Keine Ahnung. Wir haben es ja noch nicht so wirklich viel ausgetestet, was... Weiße Kugel! Alles klar. Tschüss, Ankat. Ich bin 1000 Meter von euch entfernt. Aber hier ist ein Golan. Ja, dann mach das doch. Das ist... wo bist du denn? Ach du Scheiße, du bist am anderen Ende. Ist da auch eine weiße Kugel? Ich guck gerade mal. Ich weiß gerade selber nicht, wo ich bin. Also ansonsten kannst du zur 2 laufen. Hier, dann kannst du zu 2 laufen und wenn du zu 2... Aber wo bin ich denn? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Du dahinter. Bist bei der Kirsche. Du bist bei der Kirsche. H6. Haben wir bei der Kirsche nicht noch was abzugeben? Das kann sein. Dann würde ich sagen, dann machen wir Arbeitsteilung. Wir rennen mal schnell zum Biologen. Und du gehst mal kurz zur Kirsche. Die Pseudonyma greift einfach mal ein Bügeleisen ab. Ein Bürgeleisen. Nee, wir haben leider Dings nichts mehr. Das ist das Bürgereisen. Aber hier ist auch keine andere Kugel. So ein Scheiß. Das ist doof. Na ja, gut, dann lauf mal zu 2. Aber du warst sehr mutig. Ich weiß, bin ich immer. Dann würde ich sagen, kannst du ja. Moment. Bei meinem Glück frisst mich gleich unten. Da ist eine rote Kugel. Ja, rote Kugel kannst du natürlich auch verprobieren. Oh, das war nicht gut. Wieso haben wir Strahl 2 befreit? Ah, nee, neue Aufgabe. Rang 19! Ja, ich habe beim Intendanten die Sachen abgegeben. Und Cocktail-Schraube, das klingt gut. Und beim Biologen auch, jetzt bin ich überladen. Ich auch. Was hat der Biologe mir wieder gegeben? 5 Kilo. Ich habe Perk. Dann musst du die Perks wählen. Wassermann 1. Flüssigkeitsvorrat steigt. Ja, nehmen wir halt das mal, wenn du mir das schon wieder anbietest. Wenn du es wirklich so hartnäckig willst, dass ich das nehme. Ja, aber echt. Dann. So. Ah, auch ein Level. Schön. So haben wir jetzt alle Gorlane getötet, die wir brauchen. Ich habe jetzt mir noch eingeben, Schnetzel gerade. Aufträge vom Biologen angenommen. Rote Kugel! Dann, warte, hier ist falsch. Rote Kugel hast du wieder gefunden? Ja, ich bin ziemlich in eurer Nähe. Ja, ah, das ist doch gut. Ich bin am Friedhof irgendwas und werde vom Dorf angegriffen. Friedhof ist doch gut. Noch ein Level krieg ich? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... Hä? Ach, Flecken. Free likes the wind. Dann nehme ich das halt hier. Stress. So Stress kann mir über... Stress kann mir überhaupt nichts mehr. Ich bin total stressresistent. Eins kann mir keiner. Und das ist die Lust am Töten. Eins kann mir keiner nehmen.
Und das ist die pure Lust am Kleben. Ach ja. Kleben? Am Kleben. Kennst du auch einen Goldfisch? Kennst du einen Goldfisch namens Micha? Nee. Das ist auch ein tolles Lied. Nee. Gelassenheit 1, 10 Minuten, Stresserholung 5% erhöht. Yay. Ja, und Perks habe ich. Ich hatte Dinge in meiner Kiste. Sie können jetzt bessere und tödlichere Granaten herstellen. Oh. Wow. Das kommt da rein, das kommt da rein. I am the Bombenbauer. Yay. You are the Bombenbauer. So, das kann ich rein. Bauen. Ach, das ist doch... Ich auch. Brauchen wir noch einen Gorlan? Ich habe noch einen. Ich glaube, wir haben noch, wir können noch Mutanten töten. Ich glaube schon. Sehr gut. Dich. Das war hier ein Stoffgewebe. Das ist hier, wir hauen hier alles weg. Wir nehmen alles. Ich kann eine bescheidene Teigtasche machen jetzt. Aua. Aha. Beinbruch, schweres Trauma, Mobilität. Ups. Zu viele Sachen im Inventar. Sie können nicht laufen, machen viel Lärm. Ach. Verbrauchsprung 100%. Wenn ich einmal springe, verbrauche ich 100% meiner Stamina. Ja, ich würde mal sagen, das ist gut gelaufen. Dir scheint es ja gut zu gehen. Ja, das, War ich... Ah, okay, scheiße. Leckt's mir on a Tash da. Hast du nichts mehr da? Ja, doch, aber ich... Sachen trinken. Und dann esse ich einfach mal ein bisschen was. Immer wenn meine Frau sagt, iss was, dann tue ich das, dann esse ich was. Ach. Du kannst so schön singen. Das ist... Du meinst Trink mir mal einen Cocktail, ne? Du meinst den freizeitlichen Vokalterrorismus. Ja, das machst du ganz gut. So, ich habe ein paar Sachen gehabt. Ich guck mal, wer die haben wollte. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin als nächstes? Moment, ich guck mal ganz kurz. So, wie schön. Du bist in der Nähe von Strahl 2. Wir müssen Strahl 2 befreien. Das ist die nächste Mission von... vom Lagerintendanten. Da würden wir auch ein paar Räuber schwächen. Was müssen wir denn hier? Kleinigkeiten für den Wissenschaftler. Fernglas gefunden, Brille gefunden, Autotaschenlampe gefunden. Meine Güte, mit dieser Anzahl der Quests hier, irgendwann blickt man doch überhaupt nicht mehr durch. Ich blicke auch nicht mehr durch, was ich alles so herstellen kann und so, ehrlich gesagt. Neue Aufgabe, Jagd Alpha Dork. Okay. So, habe ich jetzt irgendwas bekommen von dem? Hier noch so. Stahl und ganz viel Haut. Jagd Alpha. Micha, nimm meine Haut. Bitte. So. Und nimm das Fleisch. Ich hab keine Lust, so viel Fleisch mit mir rumzutragen. Wieso habe ich eigentlich... Ich habe so viele Sachen abgegeben und habe jetzt trotzdem immer noch... Bin ich total überladen. Warum? Das gibt's doch überhaupt nicht. Weil du vielleicht ein Schwächling bist in diesem Spiel. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Hello, good morning. Hey. Hallo. Hä? Nee, das warst du. Das warme Blut. Ich habe jetzt den Verrückten getötet und habe Menschenfleisch. Gesundheit minus 5 bringt das. Ne. Minus 5%. Na, das ist doch mal was. Endlich mal. Survivor, hast du es gegessen? Nee, steht hier. Hunger plus, also Hunger macht es 3% hoch, die Gesundheit minus 5% runter. Na dann. Das hört sich hast jetzt du denn gerade viel Hunger? Nö, ich bin satt. Ich habe alles welche fressen, was ich hatte. Ach so. Okay. Gut. Okay, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte. Wieso ist der Uncut ist ja schon wieder unterwegs Richtung. Wie bist du denn da hingekommen? Ich war doch da schon. In Strahl 2? Ja. Ich bin doch durch die rote Kugel gehüpft. Ach so, ja, aber Strahl 2 müssen wir befreien. Ich renne da gerade hin, ja, noch 90 Meter. Wo seid ihr denn alle?
Ich bin hier unten. Ach so. Uncut, Uncut, jetzt mach nicht Dinge wieder alleine. Okay. Mensch. Da sind gefährliche Feinde. Ja, ich bin Ninja. Nein, wir wollen dir aber helfen. So. Wo ist denn die Pseudonymer? Ich renn jetzt zum Uncut. Ich auch. Was war das schon wieder? Uncut. Wo ist denn... Die Köder, gewusst, die Köderpfeifen finden und abschalten. Köderpfeifen? Steht da. Ist das da, wo dein Marker ist? Ich glaube. Moment. Da. Ja, die Köderpfeifen finden und abschalten. 0 von 3. Ach, das finde ich lustig. Man muss jedes Mal irgendwas anderes machen, um so einen Ort zu befreien. Könnt ihr auch einfach einen Anker zurennen, ne? Das müsste ja auch richtig sein. Ich bin gerade im Gebäude. Ich schleiche hier rum. Aber jetzt renn doch weiter. Deswegen bin ich nicht da unten lang gelaufen. Ach toll, jetzt habe ich keinen... Jetzt habe ich natürlich mal wieder... Ach so. Könnte ich meine ganz normale Taschenlampe haben? Danke. So, weiter. La, 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 la. Tschü, tschü. Hallo. Hm? Okay. Oh, ich habe mich entschlossen, ich renne einfach an dem Dork vorbei. Der Dork hat mich gerade nur angeknurrt und dann aber... Ist er auf mich zugerannt. Gesehen. Auch weil er dich gesehen hat vielleicht. Ja, ja, der hat sich gedacht, boah, ist der hässlich, den greife ich an. Wah! Der möchte mir meine Frauen wegnehmen. Alles klar, gut gegangen. Alles klar. Oh, hier sind Kräuter. Hallo, Pseudonymer. Hi. Oh. Wo ist denn jetzt der Anker? Der ist im Gebäude. Hier sind nur Leichen drin. Ach so, ja. Wieso habe ich denn jetzt eine Sepsis? Ich habe doch gar nichts gemacht. Du bist immer krank. Weiß auch nicht, was mit dir los ist. Guten Tag. Ich hätte hier auch noch in der Stahlkiste, hier oben sind Sonderpatronen drin. Was da oben? Ich kann die leider nicht mitnehmen, da in der Stahlkiste. Ja. Und ich bin überfüllt. Überfüllt. Wegen Überfüllung geschlossen. So. Und wo finden wir jetzt irgendwelche komischen Pfeifen? Das ist die nächste Frage. Huch. Hier hat jemand geklopft. Euch auch, nö. Hier ist jemand. Hihi, voll auf den Kopf getroffen. Jo, wo sind wir denn? Pfeifen. Wenn ich wüsste, wie sowas aussieht, so eine Pfeife. Ein Fahrradsitz. Bin ich hier im Suchgebiet oder zeigt der an, wenn man im Suchgebiet ist? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, irgendwie nicht. Moment, guck mal auf der Karte nach. So, dann wählen wir jetzt mal hier Befreiungsstrahl. Auf dem Gebiet von Strahl 2 hat jemand Köderpfeifen aufgestellt, um uns Probleme zu machen. Das zieht Mutanten aus der ganzen Umgebung an. Die Köderpfeifen müssen abgestellt werden, um die Gefahr von Monsterangriffen zu beseitigen. Ich höre irgendwie Musik. Hört ihr die auch? Nö. Halsball. Ich höre hier irgendwie was, glaube ich. Hier in der Pilzfarm höre ich was. Musik? Nee, das tutet irgendwie komisch. Das könnte durchaus so eine Köderpfeife sein. Ja, Köder benutzen. Ah, bei mir, hier war das ein Schalter, der an der Wand ist. Ein Schalter an der Wand? Ja. Ach. Ach, natürlich. Wir haben uns doch schon mal irgendwann gefragt. Wir haben doch irgendwelche Schalter gedrückt, wo drauf stand Köder. Ich habe den zweiten gefunden. Ja. So, Moment. Hier liegt noch eine Münze, eine Erkennungsmarke übrigens. Oh, warte. Wo ich bin, ja, Moment. Mit dem Haus. Da.
Auf dem Tisch. Was macht der für ein Headbang hier? Die fressen hier, die Geister fressen hier die Leiche. Hä? Bei mir hat der Head gebangt. Ja, und hier auf der Seite, wo du nicht hingucken kannst, weil da ein Stein, hier, weil hier so eine... Hä, wo so eine... bist du denn? Ach, hier ist nur ein Haus. Huch. Weil hier, du hast im Prinzip durch, auf ein, was war das? Ah, hier. Ich habe irgend so einen komischen, essbaren Pilz gefunden. Hat jemand zufälligerweise... Hier auf dem Tisch, kommst du jetzt hier hin? Moment. Du hast schon die letzte Erkennungsmarke nicht gefunden, weil ich zugehört hast. Ich habe 3 Erkennungsmarken nicht gefunden, weil ich nicht zugehört habe. Ja, ich habe das nämlich gesehen, dass ich dir das gesagt habe und du hast die als Einziger nicht genommen. So. Oh, guck mal, Köder. Den hat der Anker schon. So, dann brauchen wir immer noch einen, ne? War das der? Nee, das war die Möhre, die ich gerade gefunden habe. So, also so sieht so ein Knopf aus. Boah. Ich höre hier was. Nee, hier nicht mehr. Wo soll denn der sein? Hier drüben? Kann man überhaupt rein? Hört man die? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe vorhin was gehört bei dem anderen, aber es kann auch ein Zufall gewesen sein. Uns fehlt nur noch einer. Müssen wir doch noch ausfindig machen. In dieses Gebäude kommt man nicht rein. Gut, okay, das ist... Ja, ja. Gott, Penny, erschreck mich doch jetzt bitte nicht. Ach ja, die Katzen. Und wie geht's euch beiden da so in der Badewanne? Viel Spaß noch. Irgendwo muss hier noch so ein Knopf sein. Was war das für ein Geräusch? Doch bestimmt hier drin, oder nicht? Wo war denn der erste? War einer bei der Pilzfarm. Bei der Pilzfarm. Puh, in dem großen Haus habe ich keinen gefunden. Außer ich habe einen ganz oben übersehen. Nee, da war keiner, habe ich geguckt. Okay, dann haben wir hier noch dieses Haus. Da war der zweite drin, glaube ich. Ich weiß, dass irgendwo ein Köder war bei den Garagen. Was heißt da? Hast du jetzt geschrien, da war das? Oder hast du geschrien, Nein, hier ist etwas aufgetaucht und dann war es nicht mehr da. Und Dinge, hier sind Dinge passiert, okay? Also. So, wo soll denn jetzt bitteschön das... Irgendwer klopft hier immer in dem Haus. Ohan Oxa. Boah, wenn du nicht sofort damit aufhörst. Hier ist doch gar nichts mehr, wo wäre. Ja, muss ja schon. Eins fehlt ja nun mal noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Kann er vielleicht auch außen irgendwo sein? Ich würde mal davon ausgehen, ja. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier noch... Wäre natürlich auch hilfreich, wenn Tag wäre. Wenn man mehr sehen könnte. Ich hab'n. Arthur was? Wo denn? Das sehe ich jetzt auch. Zumindest ist hier das Geräusch. Achso, okay. Moment. Ich komm zu dir gelaufen. Jo, hier war er. Ah, wo? Wo? Hier oben bei dieser Werkbank. Hä? Wo die Werkbank ist. Ah, auf der Karte siehst du doch die Werkbank. Stimmt, den hatten wir auch schon mal irgendwie. Ja. Der Karte sehe ich die Werkbank. War das eine Räuberjacke, die wir gemacht haben? Oder was hatten wir uns da gebaut? Jägerjacke ist die bessere. Ja, die habe ich aber nicht. Wow, ich kann nur eine Räuberjacke herstellen. So. Okay, mal gucken, mal ganz kurz. Ich habe Hunger. Ja gut, okay. Das ist mal ein Problem. Da weiß ich, wie man das löst. So, jetzt habe ich. Müssen wir nicht jetzt irgendwo wieder hier so eine Fahne aufstellen oder sowas? Was der Ankert immer macht? Die Befreiung. Die Alpha-Sapsi töten steht da. Und wo ist die Alpha-Sapsi? Oh, 54 Meter. Ja, ich freue mich schon. Alpha-Sapsi. Komm her, du Alpha-Sapsi. Mubala. Gesundheit. Danke. Komm her, du.
Die sieht gar nicht aus wie so eine Alpha-Sapsi. Hat aber viel mehr Leben. Wenn wir die gleich getötet haben, kriegen wir die wieder an die Wand. Die flieht! Hey. Was soll denn das? Wieso? Leckt ihre Wunden! Okay, kann einfach aufnehmen, ich habe keinen Platz. Ist nur Schrott drin. Alpha-Grutsch töten, ach du Scheiße. Was? Okay, warte, dann heile ich mich vielleicht doch besser mal. Ja, dann nehme ich auch noch mal ein bisschen was. Ich muss erstmal Unruhe, ich muss erstmal Zigaretten rauchen, warte, so, zack. So, Alpha-Grutsch, ich habe meine Schrotflinte ausgepackt, ich bin bereit. Ich bin für alle Oh, warte mal, ich lade mal kurz nach. Ich habe nämlich 10 Schuss. Okay. Oh! Jetzt knallt er uns hier halb ab, du. Nee, das war ich nicht. Achso. Ich war's. Ich lauf extra nicht, ne? Wenn ich. Ja. So, die Folge geht ein bisschen länger, aber wir befreien noch Strahl 2. Oh, da bist du ja schon. Boah! Ja, nicht so schreien, du hast Mundgeruch, Alter. Hä? Hui! Hä? Wo ist er hin? Einfach. Wusch, weg ist er. Was gab's denn da Schönes drin? Nur nix. Fleisch und Haut. Okay. So, den Ortsbanner aufstellen. Das Ortsbanner. Ich möchte jetzt. Warte, oder, bis ich da bin, bitte. Oder Pseudonyma? Hast du das Ortsbanner? Nein, aber ich will wenigstens zugucken, wenn du was mal machst. Okay. Wo bist denn du? Achso, da hinten. Ich bin beim Ortsbanner. Kommt ihr? Ja, ich bin da. Okay. So. Und Ortsbanner. Oh, okay. Alles klar. Wow, ist das hell. Da, was ihr aufgestellt hast. So, jetzt müssen wir hier noch mit dem Intendanten reden. Hallo. Ach, das ist aber schön. Da stellst du so einen Banner auf und überall plötzlich sind... Hi, guten Tag, Ansässiger. Guten Tag, Ansässiger. Na, wie gefällt's euch? Ich habe die Pilzfarm befreit. Also, wir haben die Pilzfarm... Bitte? Wie wachsen wilde Tomaten? Was? Ich habe gerade nur die Hälfte verstanden von dem, was du gesagt hast. Oh, ich habe hier einen unsichtbaren Intendanten stehen. Wo mit dem denn kann überhaupt? Nur, ach, da hinten. Mit dem kann nur die Pseudonyme reden. Ich habe auch einen unsichtbaren hier stehen. Warte. Waren Intendanten. Wieso? Was macht der denn in der Pilzfarm? Oder wo ist der? Pilze. Naja, der. Bin ich. Der Markpilze. Hier bin ich. Nö, ist da. Nee. Der ist da. Der ist nicht da. Ja. Da steht er. Ich unterhalte mich. Neu erlerntes Rezept. Ja. So, was hast du denn noch? Ein Schattenperk. Ja, ich habe sogar ganz viele Perks. Auch. Das nehmen wir auch. Bis man hier mal wieder runtergescrollt hat, ne? Schockgranate und Reisfleisch. Alter, was soll ich denn machen? Beim Sammeln gewinnen sie zusätzlich Wasser und Zutaten. Oder Sprinten. Reaktionsgeschwindigkeit bei Ausdauer um 15% erhöht. Ich nehme den Sammler. Ich kann 20 Kilo mehr tragen. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Dank der Chemiekenntnisse können sie Substanzen zu kämpfen herstellen. Das ist blöd. Sie beherrschen einen effektiven Einsatz modifizierter Waffen maximal. Ja, Mama. Gleiter, sie können jetzt auf Oberflächen gleiten. Das ist ja Blödsinn. Das war ja das, was du hattest, ne? What? Ja. Ich kann auswählen zwischen Vampir und Regeneration. Und Vampir ist, beim Töten des Gegners besteht die Chance, 10% maximale Gesundheit zu regenerieren. Ja, das ist doch... Alle Gesundheit? Oder 10% Gesundheit? Ich glaube... Ach so, 10% von der maximalen Gesundheit. Ja, okay. Ja. Tja. Aber leichte Traumata heilen ist natürlich auch nicht schlecht. Das mache ich jetzt auch. Geheimer Sponsor, Ninja. Wenn ich nicht drauf. Ich nehme Vampir. Vampir habe ich auch gerade. Ich nehme Vampir. Ach ja. So. Ach, na, ihr? Ich nehme auch Vampir. Ich bin jetzt ein Vampir. Nennt mich Damon Salvatore. So. Reisfleisch, okay. Ich baue mal Sachen aus. Ich kann mir sogar Reisfleisch bauen, sehr gut. Du kannst dir Reisfleisch bauen? Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend, ne? Sind wir schon so weit. So.
Wir kommen dem Ziel immer näher, diese Insel komplett zu befreien und also. Ich hab noch was gemacht. Rang 26. Ja, toll. Toll, jetzt habe ich auch noch einen Rang bekommen. Was soll denn das? Nochmal ein Level erhöht. Jetzt kann ich schon wieder Kannibale wählen. Hier ist gerade einer genau auf mich zugerannt. Das war ein bisschen gruselig. Ich geh mal hier in die Ecke. Vielleicht störe ich. Nee, da ist ein Spinnennetz. Was haben wir denn hier noch? Da können wir ja auch mal. Na gut. Die schleichen sehr leise. Ihre Bewegungen erzeugen 50% weniger Lärm. Und dann habe ich hier Schatten, schleichender Dork, Jäger auf Lauer. Im Stealth-Modus beim Anschleichen von hinten F drücken bewirkt Spurt und Angriff. Ach, das nehme ich. Ich habe eben Mörder genommen. Das heißt also... Ja. Aber ja. Wir sind jetzt 6 Minuten drüber, ne? Ich sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wieder mit der Bummelrunde und meiner Wenigkeit. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ich level dann so weiter. Tschüss. Jo, tschüss.